Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit Teil 13. Oder ich hoffe, dass es richtig ist, Teil 13, glaube ich. Und zwar ist ja nun Jenny in diesem Hotel, also nicht bei Vigo, und hat dort eingecheckt und verbringt jetzt ihre zweite Nacht da und was dann am nächsten Morgen passiert. Der Tag, an dem Jenny eine unglaubliche Entscheidung traf. In der Melrose Avenue, bekannt aus der gleichnamigen Daily Soap, reihen sich verschiedenste Shops, Boutiquen, Restaurants und pittoreske Cafés für Lunch- und Kaffeepausen aneinander. Das Straßenbild wurde dominiert von junger, trendiger Designer-Fashion, ausgefallenen Schuhläden, Plattenläden, Kosmetiksalons, Nagel- und Tattoo-Studios. In einem Café bestellte sich Jenny Karamell-Latte und beobachtete interessiert die Szene. Auch hier lief niemand. Aber es fuhren viele Autos umher, die immer nur kurz vor irgendeinem Geschäft anhielten, und heraus stiegen meistens junge Frauen. Der größte Trend, fiel Jenny allerdings auf, war nicht die Kleidung, vielmehr der Körper und die richtige Designerhandtasche. Die Brüste und die Tasche so groß wie möglich und der Rest durchtrainiert. Jenny trainierte ja auch ein wenig. Sie machte jeden Morgen mehrmals ihren Yoga, Sonnengruß und Liegestütze. Richtige Liegestütze, nicht diese Frauendinge auf den Knien. Immerhin schaffte sie davon 20 und das war ja schon mal was. In ihren Jeans fühlte sie sich irgendwie so nicht Kalifornien-mäßig genug und beschloss, diese Tatsache zu ändern. Als allererstes würde sie sich ein Vintage-Maxi-Kleid kaufen, dazu passende Modeschmuck und sich die Fußnägel lackieren lassen. Gedacht, getan. Sie musste gar nicht lange suchen in einer Boutique, Johnny irgendwas. Er stand Jenny ein ausgesprochen hübsches, jadefarbenes Maxi-Kleid mit altrosafarbenen Musterprint. Einmal bei der Sache im 70er-Jahre-Feeling probierte sie noch einen gemusterten langen Stufenrock, dazu einen breiten Gürtel und ein passendes hübsches Oberteil an. Lässige Sandalen, große Vintage-Ohrringe und viele Armreifen machten das Outfit perfekt. Mit ihren neuen Habseligkeiten betrat sie glücklich einen Kosmetiksalon. Dort bekam sie als allererstes ein entspannendes Fußbad. Und nach einer wohltuenden Massage ließ sie sich die Finger und Fußnägel im Black Pearl von Chanel professionell lackieren. Und weiter schlenderte sie die Melrose entlang und blieb vor einem Schaufenster interessiert stehen. Gedankenverloren betrachtete sie wunderschöne Zeichnungen und ging schließlich hinein. Erst drinnen wurde ihr bewusst, dass sie sich in einem Tattoo-Studio befand. So ein Typ, Axl Rose, begrüßte sie. »Hi!« Jenny wollte sich gerade umdrehen und gehen. Er schaute sie an und sagte, wow. Irritiert schüttelte Jenny leicht den Kopf und fragte, was? Hey, deine Augen. Jenny runzelte leicht die Stirn. Verlegen sah sie ihn an und lächelte geschmeichelt. Jenny konnte ihre Augenfarbe selbst nicht genau definieren. Sie waren so blau-grün und in ihrem rechten Auge befand sich noch ein bernsteinfarbener Fleck. Das war selten und Tom nannte sie deshalb auch immer mein Bernsteinauge. Jedenfalls dieser Axl Rose-Typ schien hin und weg und fragte, ob sie ein Tattoo wünsche. Jenny ließ verschreckt die Tüten fallen. Oh nein, nein, nein! Warum nicht? Fragte er augenzwinkernd. Das überlegte sie nun auch. Warum eigentlich nicht? Also mittlerweile waren Tattoos salonfähig. Es musste ja kein Arschgeweih sein. Also warum nicht? Sie setzte sich und erklärte Axl Rose, wenn überhaupt, sie sich einen ganz kleinen gestochenen Gecko oberhalb des linken Fußknöchels vorstellen könnte. Er grinste, holte eine Mappe und zeigte ihr verschiedene Zeichnungen von Geckos. Irgendwie wurde die Sache jetzt richtig ernst. Und Jenny spürte seit langem wieder mal diese berühmte Hitze aufsteigen. Also, das konnte sie doch nicht machen. Sie fragte, tut das eigentlich sehr weh? Naja, ein bisschen. Dabei lächelte er sie verschwörerisch an. Sie überlegte, ob sie sich das vielleicht nun doch nicht antun sollte. Andererseits, es hatte auch was. Und so auffällig wäre das Tattoo ja nun auch wieder nicht. Sie fühlte sich gut und dachte, also wenn schon kein Botox, dann eben ein Tattoo. Axl machte seine Sache gut. Das Einzige, was Jenny wirklich abschreckte, war das Geräusch. Ansonsten hielten sich die Schmerzen in Grenzen. Nach einer kleinen Ewigkeit war die Sache vollbracht und nicht mehr rückgängig zu machen. Von seinem Werk selbst fasziniert fragte er, gefällt's dir? Jenny sah an sich hinunter und schluckte zunächst schwer. Doch, ja, es ist hübsch. Passt zu dir. Also ganz sicher war sie sich nicht, das Richtige getan zu haben. Aber nun war der Gecko auf ihrer Haut und Jenny musste mit ihm leben. Beim Bezahlen sagte er, ich gebe heute Abend eine Party, hast du Lust zu kommen? Ja, also das ist wirklich nett, aber ich denke eher nicht, sagte sie schnell
obwohl sie schon Lust verspürte, wer weiß, was sie da für Leute treffen würde. Zusammen mit einer Freundin, der verrückten Hanna zum Beispiel, hätte sie ohne zu zögern zugesagt, aber allein verließ sie dann doch der Mut. Er verstand das irgendwie nicht und meinte, also, dass sie wirklich Spaß haben werde, interessante Leute kennenlernen könnte und dass vielleicht diese Party ihr Leben verändern würde. Jenny musste ihm unbedingt diese nett gemeinte Einladung ausreden, bevor er sie weiter zu überzeugen versuchte. Dieser Axel Rose konnte ja nicht wissen, dass ihr Leben in den letzten Tagen schon eine so dramatische Wendung genommen hatte und ihr Bedarf an Veränderungen eigentlich gedeckt war. Dann gab sie ihm einen Korb mit der Ausrede, dass sie schon eine Verabredung hatte und er sagte, schade. Dennoch begleitete er sie liebenswürdig zur Tür. In ein paar Tagen solltest du nochmal zur Nachsorge kommen, ja? Mach ich. Okay, schön bis dann. Okay, schön bis dann. Bei dir. Bye. Sie nahm ihre Tüten und ging hinaus. Verstohlen schaute sie auf den kleinen Gecko, der sich nun oberhalb ihres Fußknöchels befand und dachte, also jetzt bin ich total durchgeknallt. Aber was soll's? Nun habe ich meinen Glücksbringer immer bei mir. Mal sehen, ob er was nutzt. In der Hotelbar bestellte sie bei ihrem Sunny Boy einen Key Lime und setzte sich damit an den Pool. Gedanken verloren, starrte sie auf den quietschblauen Kunstrasen und prostete sich zu. Dies ist der Tag, an dem ich mich habe tätowieren lassen. Also jeden Tag was anderes, was sie da erlebt in Los Angeles, ne? Innerlich lachte sie sich halb kaputt und nahm sich vor, nicht jeden Tag in Los Angeles so verrückte Sachen zu machen. Apropos verrückte Sachen, kam es Jenny auf dem Weg ins Hotelzimmer in den Sinn. Sie hatte den ganzen Tag über nicht an Vigo oder Tom gedacht und warum sie eigentlich hierher gekommen war. Sie holte ihr iPhone aus dem Koffer und hörte nochmal die Mailbox mit dem Tut-mir-leid-Nachrichten von Vigo und den Ich-mach-mir-Sorgen-um-dich-Nachrichten von Tom ab. Als erstes schrieb sie an Tom eine kurze SMS, dass es ihr gut ging und blendete alle weiteren Gedanken an ihn aus. Dann tippte sie auf Vigos Nummer, er meldete sich sofort. Endlich, Mensch, wo bist du, Jenny? Ja, hi, ich bin im Hotel. Also, tut mir leid, ich konnte dich nicht abholen. Warum bist du denn weggegangen? Jenny zögerte. Ach, weißt du, ich wollte nicht alleine in deinem Haus sein. Und außerdem, ach, weißt du, ich weiß auch nicht. Na, was weißt du nicht? Ja gut, okay, es war dumm von mir. Aber ich bin immerhin schon in L.A. In welchem Hotel? Im Standard. Sunset Boulevard. Okay, ich hole dich ab. Nein, nein, wehrte Jenny sofort ab. Also, wir können uns sehen, aber ich bleibe im Hotel. Stille. Er bedrängte sie nicht und das fand Jenny gut. Wollen wir zusammen essen gehen, fragte er. Ja, das ist eine gute Idee, sagte Jenny und spürte wieder diese Hitze aufsteigen. In einer Stunde hole ich dich ab. Wir gehen ins Chateau Marmont. Ist gut, sagte Jenny und dann fragte sie Vigo, du bist mir doch nicht böse, oder? Ach nein, ich bin froh, dass du überhaupt da bist. Also bis gleich, ich freue mich. Ja, ich auch, flötete Jenny ins Handy und legte auf. Eine Stunde. Das war nicht viel Zeit. Sie duschte schnell und überlegte, was sie anziehen sollte. Er sagte, dass er ins Chateau Marmont mit ihr gehen wollte. Das hörte sich nach einem Schloss und sehr vornehm an. In ihren Hippie-Klamotten oder einer Jeans wäre sie sicher underdressed. Zum Glück hatte sie ihr schwarzes Spitzenkleid und die dazu passenden Pumps in letzter Minute in den Koffer geschmissen. Ganz ladylike steckte sie ihre Haare lässig hoch, zog einen Lidstrich, tuschte die Wimpern und trug einen hellen Lippenstift auf. Irgendwas fehlte. Sie kramte in ihrem Kosmetiktäschchen und fand die schwarzen, antiken, langen, tropfenförmigen Ohrringe. Die passten perfekt dazu. Sie betrachtete sich im Spiegel und fand sich umwerfend. Gerade so wie aus einer Dolce & Gabbana-Werbung entsprungen. Gespannt ging sie hinunter in die Lobby. Dort vernahm sie einen riesen Lärm von Dutzenden von Fotografen. Klar, sie war in L.A., in der Stadt der Stars. Vigo kam auf sie zu, verfolgt von den Fotografen, die wieder mal ein Foto von ihm wollten. Er breitete seine Arme aus und Jenny fiel hinein. »Hast du das Begrüßungskomitee bestellt?«, fragte sie amüsiert. »Nee, aber das ist L.A.« Also morgen, sage ich dir gleich, sind wir in der Klatschpresse. Komm, lass uns schnell verschwinden. Draußen wartete sein Fahrer und fuhr sie das kurze Stück vom Standard, also gerade rüber ist das eigentlich, ins Chateau Marmont. Die Fotografen waren abgehängt. Jenny staunte nicht schlecht, als sie die Hotelauffahrt hinauffuhren. Das ist ja wirklich ein Schloss, entfuhr es ihr. Und das in Amerika. Also normalerweise steht ja sowas nur in Good Old Europe. Du hast recht, bestätigte Vigo. Dieses Schloss wurde 1929 nach dem Vorbild des Château Amboise im französischen Loiretal erbaut. Nicht schlecht, dabei nickte sie anerkennend. Berühmt allerdings wurde dieses Hotel durch die Ereignisse aus dem Leben diverser Rockstars und Schauspieler. Ehrlich? Ja, aber das erzähle ich dir nachher beim Essen. Er nahm ihre Hand und küsste sie leicht. Komm, lass uns aussteigen. Jenny versuchte in ihrem etwas engen Kleid und den hohen Schuhen so elegant wie möglich aus der Limousine auszusteigen. Ein Portier hielt die Wagentür auf und glücklicherweise gab es keine Fotografen.
Im Restaurant nahmen sie in barock aussehenden, mit rotem Samt bezogenen Stühlen Platz. Sofort wurde Champagner serviert. Willkommen in L.A., Schönste. Sie prostete geschmeichelt zurück. Danke für die Einladung, Vico. Jenny kam nicht umhin festzustellen, dass sich zwischen ihnen eine gewisse höfliche Distanz entwickelt hatte. Nervös nestelte sie das silberne Zigarettenetui aus ihrer Prada und stellte im selben Moment fest, ach so, hier darf man ja nicht rauchen. Vico stand auf, nahm die beiden Gläser und sagte, komm, wir gehen in den Garten. Beide gingen in den idyllischen Garten und Jenny trank viel zu schnell ihren Champagner aus. Ein Kellner stand sofort bereit und füllte ihr Glas erneut. Vigo beobachtete sie und schaute irgendwie geheimnisvoll. Er sah verdammt gut in seinem hellgrauen Sommeranzug aus und das taubenblaue Hemd, welches er lässig am Hals aufgeknöpft und ohne Krawatte trug, unterstrich das Blau seiner Augen eindrucksvoll. Sie wusste nicht, wie sie das Ruder herumreißen sollte, damit sie sich wieder so vertraut waren wie in Berlin. Plötzlich hörte sie ihn sagen, »Du siehst bezaubernd aus.« Dabei zwinkerte er ihr zu. Jenny errötete leicht. Sie dachte, oh nein, nicht jetzt. Sie musste irgendetwas dagegen tun. Ablenken war das Beste. Sie fächerte sich mit der flachen Hand etwas Luft zu und sagte, du glaubst gar nicht, was ich heute Verrücktes gemacht habe. Erzählst du es mir? Ja, also stell dir vor, ich habe mich tätowieren lassen, sagte sie voller Stolz. Wo? Zeig her. Hier. Jenny deutete auf ihren linken Fußknöchel hin. Das ist hübsch. Ein Gecko. Glücksbote. Wie auf deinem Bild. Genau. Nur eben jetzt auf meiner Haut. Ach, du bist wirklich süß, sagte er und hockte sich vor sie hin, um das kleine Kunstwerk genauer zu betrachten. Jenny merkte, wie ihr der Champagner langsam zu Kopf stieg und fühlte sich etwas wackelig in ihren Pumps. Als ob er es ahnte, hielt er sie fest. Ich glaube, du musst was essen, sorgte sich Vigo und ging mit ihr ins Restaurant zurück. Als kleine Vorspeisenhäppchen vertilgte Jenny Süßkartoffeln mit Lachs und Creme fraiche und fühlte sich sofort besser. Zum Hauptgang, einem Filet Mignon mit Oregano-Butter, wurde Rotwein kredenzt und allmählich kamen sie wieder in die Stimmung, die sie in der Paris-Bar miteinander teilten. Sie fand ihn hinreißend. Er erzählte, dass Mythen, Gerüchte und Skandale erklärten, warum das Chateau Marmont seine Beliebtheit über Jahrzehnte konservieren konnte. Jenny lehnte sich zurück. Erzähl mir von den Gerüchten und Skandalen, Vigo. Warst du auch darin verwickelt? Dabei schaute sie ihn belustigt an. Naja, nicht wirklich, aber ich habe ja auch schon längere Zeit gewohnt. Und am geheimnisvollsten ist es zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Bis dahin ist noch viel Zeit. Was passiert da? Also zu den regelmäßigen Gästen gehören Schriftsteller, Journalisten und Größen des Filmgeschäfts. Glaub mir, das Chateau ist das kultigste Hotel der Welt. Und hier sind schon die unglaublichsten Geschichten passiert. Was für Geschichten. Also, James Dean sprang zum Beispiel aus dem Fenster, um für seine Rolle, denn sie wissen nicht, was sie tun, vorzusprechen. Jennys Augen wurden größer. Boah, das ist ja echt verrückt. Tja, und Jim Morrison, also du weißt schon von den Doors, ist vom Dach eines 2-geschossigen Bungalows das Chateau gefallen und behauptete anschließend damit, das 8. seiner 9 Leben verbraucht zu haben. Willst du noch mehr hören? Ja, also unbedingt. Also die Rockband Led Zeppelin durchquerte die Lobby mit Motorrädern. Jenny verschluckte sich fast in ihrem Wein. Also hier braucht man wirklich kein Drehbuch. Das Leben schreibt hier Geschichte, sage ich doch. Und der Fotograf Helmut Newton. Ja, was war mit ihm? Also er verunglückte mit seinem Auto direkt vorm Hotel. Oh, das ist furchtbar, sagte sie mitfühlend. Vigo legte eine kleine Pause ein. Jetzt noch was Lustiges. Jenny wischte die Gedanken an den berühmten Fotografen beiseite und sagte, ja, bitte was Lustiges. Also Lindsay Lohan hat hier mittlerweile Hausverbot. Warum das denn? Sie ist doch ein Star. Ja, schon, aber sie hat bisher ihre Wahnsinnsrechnung nicht bezahlt. Der Abend gefiel Jenny immer besser. Die Atmosphäre, Vigos Erzählungen und die Gäste, die mittlerweile eintrudelten und von denen Jenny einige von der Leinwand her kannte, rundeten das Ganze Hollywood-mäßig ab. Vigo fragte, wollen wir noch an die Bar gehen und einen Cocktail nehmen? Gerne. Auf dem kurzen Weg zur Bar spürte sie seine warme Hand auf ihrem Rücken und dann bei einem Wodka-Martini flüsterte ihr Vigo ins Ohr, Jenny, dieses Hotel hat eine eigenartige Energie. Sie hebt dich hoch und motiviert, etwas zu tun. Kann ich mir vorstellen, gab Jenny zurück, gerade so, als wäre sie ja Stammgast. Also hier steigen so viele Kreative ab und manche sind sogar Dauergast. Dann hätte ich wohl doch lieber hier einchecken sollen. Also meistens ist das Hotel ja ausgebucht, aber ich kann gerne sehen, was sich machen lässt. Erschrocken unterbrach sie ihn, nein, um Gottes Willen, ich bleib mal schön im Standard. Vigo strich Jenny eine ins Gesicht fallende Haarsträhne hinter das Ohr. Du magst nicht bei mir wohnen, hä? Verlegen schaute Jenny an ihm vorbei. Doch, eigentlich schon, aber dann noch wieder nicht. Ach, weißt du, ich bin so unentschlossen. Jenny, ich finde das irgendwie gut. Man muss um dich kämpfen. Oh,
Also so wie er das sagte, klang es vernünftig und sehr männlich. Plötzlich zog Vigo seinen Blazer aus und rollte das Hemd seines linken Armes nach oben. Was machst du? Schau, ich habe auch ein Tattoo. Jenny begutachtete ein für sie undefinierbares Zeichen an seinem Oberarm und sagte, cool, ich dachte schon in meinem Alter, sich ein Tattoo stechen zu lassen, sei so ein bisschen crazy. Aber du hast ja auch eins. Vigo erhob sein Glas. Schön, dass du hier bist. Und ehe sie sich versah, gab er ihr einen Kuss auf den Mund. Die Bar war inzwischen voller Menschen, die lautstark durcheinander redeten. Einige riefen Vigo zu und grüßten Jenny so, als ob sie eine alte Bekannte wäre. Das war schon lustig. Man musste nur eine wichtige Person kennen und schon ergab sich alles Übrige. Jenny dachte an ihre Homestory und fragte, darf ich die Fotos trotzdem noch machen? Ah, natürlich. Morgen? Ja, das wäre schön, Vigo. Danke. Für was? Naja, dafür, dass du mich, sie stockte. Naja, wie soll ich das ausdrücken? Dafür, dass du mich so nah an dich heranlässt. Ich würde dich viel lieber noch näher an mich heranlassen, sagte er in einem Tonfall, der sie berührte. Sie konnte nichts anderes tun, als betreten auf den Boden zu schauen. Jetzt komm schon, lass den Kopf nicht hängen, versuchte er die Situation zu retten. Es ist alles in Ordnung. Du kommst morgen zu mir, machst deine Fotos, okay? Sie war erleichtert und nickte. Irgendwann, so zwischen 2 und 4 Uhr morgens, verließen sie die Bar und Vigo sollte Recht behalten. Beim Warten auf den Wagen konnten sie beobachten, wie 2 berühmte junge Frauen und ein junger Mann wild miteinander diskutierten. Plötzlich schrie eine der Damen auf, beschimpfte ihren Lover und prügelte mit ihrer Designerhandtasche auf ihn ein. Dann mischte sich die andere Lady ein und platzte damit heraus, dass sie doch auch mit ihm. Es folgte ein sehenswertes Handgemenge auf High Heels. Und immer geht es um die Liebe, murmelte Jenny betroffen in sich hinein. Im Standard begleitete er sie noch hinein in die Lobby. Willst du jetzt wirklich allein nach oben gehen? Also, ich glaube, Vigo, ich muss jetzt passen. Vigo legte einen Arm um ihre Taille und zog sie an sich. Aber das muss jetzt sein. Sie stöhnte leicht benommen auf und machte sich sanft los von ihm. Da war es wieder, dieses unbeschreibliche Gefühl. Doch Jenny blieb eisern. Also, ich hole dich morgen um 12 Uhr ab, ja? Das lieb von dir. Sie gab ihm einen Kuss. Die Botschaft des heutigen Tages hieß Fotoshooting bei Vigo. In ihrem neuen Maxi-Kleid, einschließlich Fotoausrüstung, saß sie in der Lobby und musste nicht lange warten. Er kam früher als verabredet. Guten Morgen, Schönste, sagte er und musterte sie anerkennt. Also ich muss schon sagen, du kannst anziehen, was du willst. Einfach fabelhaft. Danke, dass ihr neues Hippie-Outfit so gut ankam, war ja schon mal was. Hast du gut geschlafen, fragte sie. Nein, ich bin aufgeregt wie vor einem Date. Dass es ihm auch so ging, beruhigte sie ein wenig. Sie gingen nach draußen, vorm Hotel stand ein alter schwarzer Shelby Porsche. Schönes Auto, rief Jenny erfreut. Er hielt ihr die Wagentür auf und ab ging's. Als sie Beverly Hills erreichten, drosselte er das Tempo und Jenny staunte erneut über die riesigen Palmen und gepflegten Vorgärten. So, und im nächsten Kapitel geht's dann um Hollywood, also dann ist sie dann in diesem, macht das Fotoshooting mit ihm. Ja, ich verrate nicht mehr. Ich möchte, dass er dranbleibt. Und ich werde auch nicht mehr so lange lesen, weil ich habe wirklich ehrlich, Ladies, ich habe solche Probleme beim Hochladen. Keine Ahnung, was mit YouTube da los ist. Also die letzte Lesung hat 24 Stunden gedauert. Also immer mit Unterbrechungen. Dann hat sich das aufgehangen, dann konnte es nicht verarbeitet werden. Ich weiß nicht, was da los war. Ich muss ja auch nicht ewig lesen. So ein bisschen, ne, so ein kleinen Zeitvertreib für euch am Morgen oder abends, wann ihr Zeit habt. Außerdem sind wir ja schon fast durch, ne? Ist ja schon bald zu Ende. Aber da passiert jetzt noch einiges, verspreche ich euch. Alles Gute. Ciao.